Hallo ihr Lieben, ich habe vor einiger Zeit ja eine Wohnungstour gemacht, davon wie unsere Wohnung aktuell aussah und habe dazu erklärt, dass wir einiges ändern möchten, auch mit eurer Hilfe. Ich habe euch um eure Meinung gefragt zu den einzelnen Geschichten und Veränderungen und ihr habt sogar abstimmen können, was wir machen. Nachdem die Hochzeit und der ganze Trubel darum vorbei ist, gehen wir dieses Projekt jetzt an und es geht heute direkt los. Wir werden komplett umgestalten. Und dann nehme ich euch die nächsten Tage mit, dann seid ihr live dabei, wie wir alles so verändern. Falls ihr aber das Video davor eben nicht gesehen habt, von dem ich gesprochen habe, dann könnt ihr hier Pause machen und über das E mal reinschauen. Würde ich nur als Tipp sagen, weil dann versteht ihr ein bisschen besser, worum es eigentlich die ganze Zeit geht und wovon wir hier sprechen. Aber ihr könnt natürlich auch direkt hier dranbleiben. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Kommt mal mit. So, ihr Lieben, jetzt sind wir im Flur. Wir gehen jetzt gleich zusammen hoch auf die zweite Etage. Da ist nämlich ein Studio, so ein kleines Zimmer. Weil hier oben fing alles an. Wir haben einfach gemerkt, dass wir das hier oben nicht so richtig nutzen. Und, ja, Mini, haben einfach gedacht, wie cool wäre es, wenn das Schlafzimmer hier wäre. Mina will in die Kamera reingehen. No, jetzt geht nicht in die Kamera, mein Schlafzimmer. Geht jetzt nicht rein. Was ist drin? Ja, auf jeden Fall fand mir die Idee cool, dass das Schlafzimmer hier hochkommt und das hat auch bei eurer Abstimmung gewonnen. Wir haben dann gedacht, wir testen das Ganze aus. Wir haben hier eine Matratze hingelegt in der Zwischenzeit mal, haben bestimmt 2 Wochen oder so hier geschlafen. Mhm. Ja, und das hat uns mega gut... Es gibt auch keine Ruhe. Ja, und das hat uns auf jeden Fall mega gut gefallen und wir werden also unser komplettes Schlafzimmer abräumen, ausräumen und hier hinbringen. Das wird was. Und wir fangen heute direkt damit an. Was natürlich als erstes weg muss, ist mein liebes Laufband. Das kommt nämlich hierhin ins Ankleidezimmer und ehemaliges Drehzimmer dann. Und zwar werden wir die hier einfach rausmachen. Das können wir auch heute gleich machen. Das ist eh ganz praktisch, weil ich mache hier immer meine Workouts. Also ich gehe meistens hoch aufs Laufband. Und dann komme ich runter und roll meine Matte und roll meine Matte aus und mache dann hier so Übungen und so. Und daher ist es dann eh hier so meine kleine Fitness-Ecke, wenn dann hier das Laufband steht. Ich muss jetzt aber nochmal hier alles wegräumen. Ich habe hier schon einiges runtergeräumt, Leute. Hier sieht das normalerweise nicht so aus. Und das kommt weg. Guck mal hier, Mr. und Mrs. von unserem Hochzeitstisch. Stimmt. Und das Bild kommt weg und oh. Ja, ansonsten bleibt hier drin alles gleich. Außer, wie gesagt, dass ich halt hier nicht mehr drehen werde. Das heißt, die Blumenwand... Schön Zeit nicht. Aber ich ignoriere das mal. Die Blumenwand, die kommt dann mit rüber. Die Kommoden kommen dann hier hin. Ja, was wird aus dem Schlafzimmer, wenn alles hier raus ist? Und zwar, wie schon in dem Video gesagt, war ja mein Wunsch, dass daraus ein Drehzimmer wird. Ich war aber sehr skeptisch. Wir haben das aber vor 1-2 Wochen mal alles so ein bisschen provisorisch hingestellt mit den Lampen und ausgemessen so. Und es sollte klappen. Bett kommt, wie gesagt, raus. Schreibtisch kommt hier an die Wand. Also hier ist dann wahrscheinlich der Schreibtisch. Es ist nämlich so, der Platz ist dann hier auch ein bisschen beschränkt zum Drehen. Und ich dachte mir, ich könnte den Schreibtisch doch auch als Video-Hintergrund nehmen. Das heißt, der wird dann einfach so hinter mir stehen, dann kann ich Deko drauf machen. Aber das muss ich noch ausprobieren. Und was mich richtig gefreut hat, Ollis Schrank bleibt hier drin. Wir wussten nämlich nicht, was wir dann damit machen sollen. Aber wir haben das jetzt so geplant, dass der einfach hier drin bleibt. Und hier die Fläche bleibt quasi frei. Und ja, dann hast du auch quasi dein eigenes Ankleidezimmer. Wow, das ist schon krass, gell? Und dann fehlt nur noch das Bett. Das haben wir jetzt noch nicht. Das ist aber bestellt. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber das Gute ist ja, dann habt ihr noch ein bisschen Überraschung für die große Roomtour, die dann kommt. Mach ich Nachttischen? Die, zu Nachttischen kommen wir. Möchtest du die behalten? Wir gucken unten, wir gucken unten zusammen. Ich würde es halt echt, wenn das Bett da ist, die mal daneben stellen und gucken, ob die so passen. Ich hatte echt mal so einen Malm-Tick, ne, glaube ich. Das ist Malm, das ist Malm. Das ist Malm, der Schminktisch ist Malm, die Kommoden sind Malm, das ist der Ball. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ich weiß, wir sollten auch mal Taten folgen lassen und das Ganze umsetzen, was ich hier erzähle. Deswegen gehen wir jetzt rüber und werden als erstes die Kommoden ausrollen. Das Praktische bei diesen Kommoden ist, dass man das direkt ausheben kann. Und ich dachte, wir heben das einmal aus und dann bringen wir es rüber und dann machen wir die Schubladen wieder rein. Soll ich das jetzt machen? Okay. Guck, so einmal. Ja, die schwereren hat dann doch lieber Olli genommen. Dann haben wir noch die Glasplatte einmal runter, als das erste Regal schon fertig war. Und übrigens sind in diesen Schubladen immer Beauty-Sachen von mir, falls ihr euch gewundert habt. Also auch so auf Vorrat, PR-Samples. Und ja, hier habt ihr gesehen, wir haben das auf so Rollen auch rübergebracht. Die hat Olli auch vorher bei Amazon bestellt. Super praktisch. Alles andere kam noch schnell weg. Und kennt ihr das übrigens, wenn ihr Möbel verrückt und drunter ist dann so viel Staub, das ist so eklig. Also alles ist aufgeräumt und abgeräumt. Jetzt fehlt nur noch das Laufband. Aber das werden nicht Olli und ich machen. Ich sitze übrigens auf diesem Rollding drauf.
Und zwar aus Sicherheitsgründen. Und zwar ist dieses Laufband extrem schwer und man muss es ja diese Treppe, die sich dann auch noch dreht, runterbringen. Und wir haben es damals auch nicht selber hochgemacht. Und auf jeden Fall werden nachher zwei Herren vorbeikommen, die das beruflich machen und da alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und das dann halt sicher runterbringen, damit auch niemand was passiert. Und dann kommt sie hier hin und dann ist meine Fitness-Ecke komplett. Und so sieht es jetzt hier erstmal aus. Ein bisschen sperrig, aber das wird nur ein paar Tage so sein. Dann wird hoffentlich auch das Bett da sein. Dann werden wir das aber erst abbauen. Also sorry, ich kann euch das Schlafzimmer heute noch nicht zeigen. Aber wie ihr seht, es ist trotzdem so ein Prozess und es gibt genug zu tun. Tada, es ist vollbracht. Das war ein Akt, Leute. Olli hat im Endeffekt mitgeholfen. Wir haben es zu dritt runterbringen müssen. Und ich habe die Katzen abgelenkt, damit die halt nicht so zwischen Hände und Füße geraten. Wir wollten es nämlich eigentlich filmen, wie das runtergeht, die Treppe. Aber das ist dann komplett, hat nicht geklappt. Da kommt noch so ein Ding hin, deswegen sieht das jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Und Leute, apropos sieht komisch aus, ne? Das ist jetzt eine Katastrophe hier. Ich habe komplett vergessen, wir haben das mal ausgemessen und ich hatte nur noch im Kopf, ja, es wird schon passen. Was ich aber vergessen hatte, ist, es passt, wenn man alles ein bisschen nach rechts verrückt. Da mussten die erstmal den Schminktisch hier wegmachen. Wir müssen aber hier anfangen. Erstmal kommt der Spiegel ein bisschen nach rechts, dann kommt dieses große Ding hier einmal rüber. Und dann kann erst der Schminktisch wieder hin. Zeig's euch dann nochmal, wenn alles steht. Aber ich bin froh, dass es jetzt hier unten ist. Ich finde es auch mit den Katzen immer so ein bisschen gefährlich, weil die dann auch mal so neugierig sind mit dem Laufband. Und deswegen werde ich jetzt immer hier trainieren. Wir haben Post bekommen und zwar sind die neuen Teppiche da. Die habe ich bei Home24 bestellt. Ich fand die sehr, sehr günstig im Vergleich. Das ist der gleiche Teppich, nur in verschiedenen Größen. Und der zweite kommt hier hin beim Esstisch. Der Teppich ist zwar noch gut, aber er hat mir optisch einfach auch nicht mehr so gefallen. Und ich finde es ganz cool, wenn beide dann so zusammenpassen. Und neue Stühle sind auch bestellt, Leute. So, das zeige ich euch auch wieder im Schnelldurchlauf. Ihr könnt ja mal auch darauf achten, wie oft die Katzen versuchen, irgendwo drunter und dran zu gehen, weil die sind immer super neugierig, wenn wir was umstellen. Und wir müssen natürlich aufpassen auf die. Und dann habe ich natürlich wieder gestaubsaugt, einfach ein bisschen unter der Couch, weil der Teppich auch ein Stück drunter kommt. Dann haben wir eigentlich gedacht, dass es schneller geht, aber bei so einem Ecksofa ist das irgendwie eine komplizierte Sache, welchen Teil man dann hochhebt und wo man dann die Couch drunter macht. Irgendwann haben wir es dann auch mal geschafft und ich habe es noch ein bisschen versucht glatt zu streichen und schweres Zeug noch auf der anderen Seite drauf gemacht, damit es glatt bleibt. Also das sieht jetzt so sehr beige und grau nackt aus, ist es auch, aber ich habe mich für so eine neutrale Farbe entschieden, weil ich dann halt lieber mit so Kissenfarben und anderer Deko und so ein paar bunte Akzente setze oder halt farbige Akzente. Das habe ich von H&M Home gekauft und ansonsten sollten wir die Couch irgendwann mal loswerden, werde ich wahrscheinlich eine hellgraue Couch kaufen. Deswegen dachte ich, der Teppich passt zu beidem, zu beige und zu grau. Außerdem fehlt noch der neue Couchtisch und hier an die Wand kommen auch noch coole Bilder und dann wirkt das Ganze gleich schon viel, viel besser. Das ist jetzt so die Basis. Also hier ist der Kamin. Ich bin mal gespannt, wie ihr auf den Kamin reagiert. Ein elektrischer Kamin natürlich. Das kleine ist der Bildschirm und das große ist diese Ummantelung. Und ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon so einen elektrischen Kamin haben wollte. Es wird so gemütlich und kuschelig. Ich liebe ja die Wäschekorb-Methode. Also zum Beispiel der Sekretär kommt auch weg und jetzt hat man ja hier oben lauter Zeug. Und dieses Zeug, damit man das in dem Moment nicht erstmal alles wegräumt, macht man die, manche würden sagen, faule Methode, ich nenne es schlau, und macht erstmal den ganzen Kram hier rein und beschäftigt sich später damit. Aber es ist erstmal aus den Augen und aus dem Sinn und man kann vorankommen. Ich habe mir eben gedacht, dass der Kamin hier an die Wand kommt und der Sekretär kommt hier hin. Wir müssen natürlich schauen, wie es aussieht, aber ich denke, das wird gut. Tada! So eine kleine Ewigkeit später ist der Kamin fast fertig aufgebaut. Schaut mal, wie schön. Oh mein Gott, ich kann mir nicht vorstellen, wie das in echt aussieht. Ich habe ja nur die Bilder gesehen bei Amazon, aber ich finde, sieht schon echt gemütlich aus. Und so sieht das fast fertig aus. Ich würde an die Wand noch auf jeden Fall ein bisschen Deko machen. Und ich weiß, es sieht ungewohnt aus und vielen würden es jetzt nicht gefallen. Aber mir war jetzt ehrlich gesagt das Funktionale wichtiger als das Optische. Und ich finde es einfach super praktisch, dass das Laufband jetzt hier ist. Wirklich die beste Option. Und dadurch habe ich die ganze Raumaufteilung wirklich optimiert, dass die anderen Zimmer auch super viel Platz haben. Und ich habe hier trotzdem noch alles da, was ich brauche. Wobei, sind wir mal ehrlich, das ist mehr als ein Mensch braucht. Da muss ich auch mal ausmisten. Und jetzt, wo das grobe Zeug steht, fehlt etwas ganz Wichtiges natürlich. Und zwar die Deko. Also geht es an die Feinarbeit. Fühle mich übrigens wie so bei Einsatz in vier Wänden oder so. Kennt es noch jemand? Wo die dann am Schluss noch so dekoriert haben. Aber wie gesagt, wir sind nicht fertig. Es ist aber schon einiges geschafft worden. Ich freue mich aber jetzt so aufs Dekorieren mit euch, denn ich finde dann
sieht alles so richtig, ja, wohnlich aus und dann ist es nicht mehr so fremd und das wird cool. Also los geht's. Ich habe ein bisschen Deko gekauft. Das meiste ist von Depot. Dann habe ich noch einiges von H&M Home. Ich werde euch einfach meine Favoriten dann in die Infobox verlinken. Und hier seht ihr das Endergebnis, einmal das Wohnzimmer. Ich finde, es ist jetzt alles viel frischer und harmonischer und das wirklich mit wenig, eigentlich nur mit ein bisschen Deko und dem Teppich. Natürlich kann man hier auch noch ein bisschen mehr machen und wir werden noch an die Wände etwas hängen, aber alles mit der Zeit. Mein Highlight ist natürlich der Kamin. Der gibt dem ganzen Wohnzimmer einfach so viel, finde ich. Das hat ein ganz neues Flair. Der Esszimmertisch bleibt, aber kriegt neuen Läufer und ein bisschen Deko und hier seht ihr auch die neuen Esszimmerstühle übrigens. Das Schlafzimmer habe ich auch gleich noch ein bisschen schöner gemacht, auch wenn es jetzt erstmal unten ist, aber oben kann ich ja die gleichen Dekos und so wieder drauf machen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie findet ihr es soweit? Also mir gefällt es sehr gut. Und noch eine Frage. Seid ihr schon Abonnent meines Kanals? Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Ihr verpasst keine Videos mehr von mir und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!